Hallo und herzlich willkommen hier bei Modbox. Ich bin's, der gute Pamu, und heute schauen wir uns einen kleinen Flug an, wie man schon gerade hier mit uns sieht. Es ist ein Flug für alle, die jetzt auch auf klein anfangen wollen, beziehungsweise auch mit kleinen Maschinen und so arbeiten möchten. Und zwar handelt es sich hierbei um den Lizard LR30 VK 2.3. Ja, wie man sieht, haben wir hier jetzt einmal einen Dreischarrenflug. Aber wir gucken uns das einmal in unserem Kaufmenü einmal an. In der Rubrik Geräte und bei den Flügen, da haben wir einmal hinten den Lizard LR30 VK2 und den LR30 VK3. Ja, und wie man es schon mal sieht, hat das VK2 und das VK3 eben halt die Bezeichnung für eben halt dann einen Zweischarenflug bzw. einen Dreischarenflug. Ja, wir brauchen einmal für den Zweischarenflug 36 PS, haben eine Arbeitsbreite von 0,3 Metern und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 10 km/h. Ja, und kosten tut uns dieser Zweischarenflug eben halt dann 1550 Euro. Gehen wir auf den Dreischarenflug hoch. Ja, der braucht natürlich schon mal ein bisschen mehr PS. Da müssten wir schon mal 60 PS haben, haben eine Arbeitsbreite von 0,5 Metern und auch eine Arbeitsgeschwindigkeit von 10 km/h. Kosten tut uns das Ganze 1950 Euro. Ja, und wie man erkennen kann, wir können bei beiden Flügen, können wir zum Beispiel jetzt keine Veränderungen machen an der Farbeinstellungen oder sogar an den Scharren keine Veränderungen machen. Ja. Und wie gesagt, ich habe jetzt hier den Dreischarflug dran, aber wir wollen uns einmal kurz reinsetzen und das Ganze einmal kurz testen. Ja, und wie man schon sieht, habe ich hier so einen, ich glaube, das ist der Güldner. Den habe ich mir jetzt mal geholt für dieses kleine, mal einmal kurz zeigen hier. So, dann machen wir das Ganze einmal runter. Und ja, wie man sieht, wir können hier mit diesem Dreischarflug wirklich auf einen halben Meter arbeiten. Und es ist wirklich ein Flug für kleine Flächen. Also wirklich für sehr kleine Felder. Was natürlich auch sehr interessant ist, wir könnten zum Beispiel hier auch eben halt dann einstellen, dass wir eine Felderstellung mit dabei machen können. Sprich, mit diesem kleinen Flug könnten wir dann zum Beispiel hier jetzt die Ecke nochmal auseinander, also vergrößern. So. Aber wie man sieht, wird schön umgewälzt. Die Scharren sind auch schön im Boden drin. Ja, das sieht doch so schon mal recht gut aus. Und wie schon gesagt, für kleinere Betriebe wäre das jetzt optimal. An der Stelle. Ja, aber jetzt für größere Flächen, ja, da würde ich schon mal so auf die 2,5-3 Meter Varianten schon mal gehen, wo man dementsprechend ein bisschen ackern kann. Aber jetzt, wenn man wirklich sagt, man sagt, sich dann, ich möchte von klein anfangen, wäre so ein kleiner Flug optimal. Den findet ihr bei ModHub, gibt es aktuell für PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One und Xbox S. Wir schauen uns aber noch mal kurz die Lok an. Ja, und die Lok ist aktuell keine Fehler, keine Warnings, keine Errors drinne. Wobei ich aber auch sagen muss, ich habe das Ganze jetzt im Singleplayer getestet. Wie sich das jetzt auf dem Dedi-Server verhält, kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Wenn euch diese kleine Mod-Vorstellung gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne ein Abo da und die Glocke nicht zu vergessen, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und sage Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal.